Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Wir probieren, heute mit Mountain Dew Imported aus the US of fucking A. Ja, gibt's unter anderem bei AmericanFoodForYou.de oder auch, wie heißt die Adresse, ich glaube thelink.com oder .de, seht ihr eh hier. Ja, und fangen wir direkt mal an mit dem normalen Original. Mountain Dew, beziehungsweise MTN Dew mittlerweile. Mountain Dew. Mountain Dew. In der 12-Unzen-Dose, also auf Deutsch übersetzt 355 Milliliter. 355 sogar. Ach ja, das sind ja wieder die amerikanischen, die etwas mehr haben als unsere normalen 033. Zum Unterschied zum deutschen Mountain Dew hat der hier, oder haben alle, Koffein. Ja. Und zwar hat das, habe ich nachgeschlagen, um die 15. Also ein bisschen mehr wie Cola. Aber weniger als jeder anständige Energy-Drink. Aber weniger als ein Energy-Drink. Aber immerhin. Ich hätte jetzt noch ein bisschen was zum Design gesagt. Weil ja, kannst das du doch schon... machen. Achso, ja gut. Die ganzen sind extrem unterschiedlich gestylt. Der normale ist jetzt in der amerikanischen Version mit so verschiedenen Zacken oder Eisblöcken oder Eisblöcken oder sowas versehen. Und da fliegt so quer die Schrift durch. Das haben sie alle gleich. Nur die Farbgebung von der Schrift ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, die Schrift ist eigentlich das immer die gleiche. Das Dew ist immer rot und das oben ist ein bisschen das unterschiedlich. Das Mountain ist dann immer in der Grundfarbe. Bei dem jetzt zum Beispiel Dose. Dunkelgrün, bei dem dann eben braun-rot und so weiter. Wie riecht er denn? Stark limettig. Ja, Limette, süß, riecht ähnlich wie Sprite. Ja, aber mehr säuerlicher, mehr limettiger. Säuerlicher, mehr limettiger, aber im Grunde genommen Sprite. Ja, also halt eine Zitronenlimo. Lass mir was drin. Kohlensäure. Süß. Süß. Ich finde aber, es hält sich mit der Süße sehr gedeckt. Ich finde die Süße nicht so extrem in die Fresse. Weil du musst, wobei man muss dazu sagen, es ist natürlich wieder die Süße aus Mais. Es ist der Corn Syrup. Okay. Und da kommt bei mir die Süße nicht so krass an. Also die finde ich sehr mild. Aber gib mir mal was im Vergleich zu anderen einfach nur so süß ist wie das. Du hast ja bei dem hier nichts anderes als Beigeschmack eigentlich. Du hast ein bisschen diese Limette, aber die ist so im Untergrund, die Limette, dass nichts anderes übrig bleibt wie süß. Und gib mir mal ein anderes Getränk, das so krass nur süß ist wie das. Aber es ist nicht so krass süß. Es ist süß, aber es ist nicht... Ja, aber es ist nur süß. Das ist es halt. Es ist nichts anderes außerdem. Ja. Das ist halt. Also die Süße ist gedeckt, aber also... Es ist aber nichts anderes da, außer Süße. Ja, das stimmt schon. Also der Hauptgeschmack ist einfach nur süß und schmeckt auch einfach nur nach diesem scheiß Corn Syrup. Ja. Ja, also wenn man den Corn Syrup mag, ist es gut. Mir schmeckt der jetzt nicht so gut. Ja, und am Ende kommt so ein bisschen Zitronensäure, Limetten, irgendwas, aber minimal. Aber es verschwindet im Nichts. Aber für mich gibt's nichts Geileres. Der ist auch gut. Weil ich, wie man weiß, liebe süß über alles. Und dann ist das hier genau meins. Aber das ist einfach nur könnte, süß aber und des Süßes willen. Aber da könnte noch wesentlich mehr süß rein. Da könnte noch natürlich. Wesentlich... Ja. Ich zeig das derweil mal den anderen schon mal in die Kamera. Code Red. With a rush of cherry flavor. And other natural flavors. Das heißt, der cherry flavor ist nicht natural. Ja. Siehst du auch so? Ja. Ja. Wieso? Nee, und andere. And other. Muss nicht... Ja, also entweder also andere natürlich... schließt noch nicht aus. Ja. Kann, aber muss nicht. Naja. Aber ich denke mal, es auch wird. Auch vom Design her, im Hintergrund so ein... So ein Target, so ein Cross-Eye. Nee, das ist ein Radar. Das ist ein Radar. Oder so, ja. Es erinnert mich auch ein bisschen, aber auch es gibt auch solche Anzeigen bei manchen Scharfschützengewehren mit solchen Kreisen außenrum. Gibt's ja, auch. Das auch. Aber es soll wahrscheinlich eher ein Radar sein. Wie heißt der jetzt genau nochmal? Code Red. Code Red. Also eben, deswegen auch der Radar, weißt du, wenn dann Code Red, wenn immer die bösen Russen angreifen oder sowas. The Hunt for Red Mountain Dew. Ja. Und, riecht er rot? Ich finde, er riecht fast ähnlich. Ja, ich finde, er riecht schon ein bisschen nach Cherry. Ja. Aber eher ähnlich wie diese Dr. Pepper Cherry. Ja. Also die Dr. Pepper Vanilla, die ja nach Cherry riecht. Genau, die Vanilla Cherry. Ach ja, wobei ich habe da ja ein bisschen Schiss, weil die Pepsi Cherry und die 7-Up und alles. Schmeckt's nach Cherry?
Ja. Also mehr nach Cherry als das alles andere, was mehr wir nach so Cherry als alles andere, was wir bisher hatten. Also wo Cherry dran stand und aus Amikanien. Aus Amikanien kam, genau. Das wieder, man schmeckt ganz deutlich raus, dass eben kein Zucker aus Zuckerrüben ist Corn Syrup. Oder Zuckerrohr verwendet wurde, sondern der Corn Syrup. Und der Corn Syrup, der hat schon einen eigenen Geschmack. Der, ja. Aber ich weiß nicht, wie umschreibt man... Weißer Rohrzucker. Wie umschreibt... Weißer Candiszucker, meine ich. Ähnlich. Nee, finde ich gar nicht. Ein bisschen schon. Vielleicht ein bisschen würziger. Aber kein brauner. Ja. Egal. Auf jeden Fall ist es nicht so gut wie unser guter Deutscher aus Zuckerrüben. Ja, wir sind es halt gewohnt, den deutschen Zucker. Aber ich finde ihn trotzdem gut. Im Vergleich zu den normalen finde ich den normalen besser. Ja, definitiv. Aber im Vergleich zu allen anderen Cherry-Scheißdreck, den die Ami-Ländler so raushauen, ist das hier immer noch die beste Alternative. Mhm. Aber auch wie der hier, ist die Kirsche schon irgendwie da. Aber was bleibt, ist süß. Ja, und es ist auch nicht keine, so krass wie der jetzt, aber trotzdem keine, hauptsächlich. Es ist auch wieder süß. Keine Kirsche. Es ist. Nein, es ist. Die Haribo-Kirschen eingeschmolzen. Ja. Mit dem Föhn. Mit dem Föhn. Mit dem Föhn. Aber gefällt mir wieder trotzdem, weil es ist süß. Der klassische Doppelrülpser. Ja. Mach doch mal weiter mit dem Diät-Mountain Dew. Mit dem Diät-Scheißdreck. Diät-Mountain Dew. Low-Calorie Soda. Vom Design her, genau wie die Grüne, sind die genau diese gleichen spitzen Eisberg-ähnlichen Teile. Nur, dass sie im Hintergrund nicht mehr grün ist, sondern blank. Oder ja, das ist Blanco. Blank. Ja, im Grunde genommen schon. Irgendwelche tollen Inhaltsstoffe mit drin. Ja, Süßstoff. Ja, Sodium ist auch noch mit drin. Ja. Hopp. Ja, mach auf. Soll ich? Soll ja. ich wirklich? Ja, wo, okay. Wupp. Soll man sie aufmachen? Hey, super. Riecht aber wesentlich stärker nach Limette als das. Ja. Bei dem Zucker kannst du ja nicht mehr riechen. Es ist ja keiner drin. Ich denke, es wird scheiße schmecken. Lass mich mal probieren. Ja, Nachgeschmack. Warte kurz. Aber jetzt kannst du wieder. Aber da muss ich ganz klar sagen. Es geht. Es geht, gell? Die es treffen... Geht. Komisch, die Amis haben es besser drauf mit zuckerfreien Sachen. Low-Cal, ja. Ja. Und die... Also ganz ehrlich, das kommt für mich eher an den deutschen Zucker ran. Ein bisschen, ja. Es ist zwar immer noch, man merkt, es ist immer noch Süßstoff. Und Süßstoff ist einfach geschmacklich her... Ganz anders. Einfach keine gleichwertige Alternative zum Zucker. Und schon gar nicht zum Rüben oder zum Rohrzucker. Aber haben sie nicht irgendeinen neuen Zucker rausgebracht gehabt, der wesentlich besser ist? Aber dich 10-mal so viel fressen lässt wie normal? Du meinst dieses Stevia... Ja, genau. Das ist brutal eklig. Echt? Okay, das hatte ich noch nicht. Das ist noch schlimmer. Okay, super. Ich hab, aber im Vergleich zu allem anderen... Es gibt ja zum Beispiel von Cantarell so diese Süßstofftabletten oder auch von Natren oder von was auch immer. Da gibt es auch welche, die rein aus Stevia sind. Stevia-Tabletten. Die sind ungefähr so groß. Die haben so 3-4 mm Durchmesser. Okay. Jesus Gott, sind die eklig. Am Anfang ist es... richtig verdammt süß in die Fresse. Also so richtig, richtig. Also wenn man 3, 4, 10 Würfelzucker in den Mund nimmt, ist es nicht so süß wie dieses Zeug. Aber danach süß, bitter. Krank. Aber trotzdem, im Vergleich zu allem anderen Süßstoffgedöns, was wir so kriegen, ist die Ami-Version immer noch am ehesten ordentlich. Ja. Aber ich würde trotzdem dann bei ihm bleiben. Ja, definitiv. Immer noch. High Voltage, beziehungsweise Voltage. Voltage. Also Mountain Dew Voltage, Dew charged with raspberry, citrus flavor and ginseng with other natural flavors. Noch ja, vor allem. Auch vom Design her, da steht ja charged with und dann eben diese Blitze und sowas wegen charged. Ja, ja, noch drumherum. Hauptsächlich blau gehalten, dunkelblau nach oben hin, werden auch die Schrift dann dementsprechend blau. Mhm. Gut, dann schauen wir mal, ob auch nach... Da bin ich ja mal gespannt. Der Berry riecht... Ist übrigens von der Farbe her blau, das Zeug. Ich wollte gerade sagen, das Zeug ist blau. Ah, das kenne ich. Ah. Ja, ich hab's. Das riecht wie, kennen Sie diese Picoballa oder auch diese längeren Schnüre? Die gab's auch in blau außenrum. Die riechen genauso. Aha. Nee, kenne ich jetzt nicht, aber ist okay. Aber riecht nicht schlecht.
aber hauptsächlich eher wie so ein Gummibärchen. Auf den bin ich jetzt ganz besonders gespannt, bei den kenne ich so noch gar nicht. Das ist bisher der Beste. Also für mich ist es der Beste. Wobei das ja noch nicht sagt, wie er schmeckt. Ja, das ist genau das. Das ist genau der Geschmack. Es ist leicht süßlich. Es hat was von dem hier. Es hat was Säuerliches. Es hat aber auch so eine fruchtige Note. Was steht drauf? Raspberry war drauf. Raspberry, ja. Raspberry. Citrus, ja? Flavor und Ginseng. Ja. Genauso schmeckt es auch. Mhm. Wenn es ein bisschen aufschäumt, ist es ein bisschen wie Ahoi-Brause. Ein bisschen. Ja, Ahoi-Brause, ja, definitiv. Warte mal, Raspberry, das waren... Erdbeeren. Ja, was? Erdbeeren, oder? Nein, das sind Strawberries. Raspberry sind dann... Kann sein, oh Gott. Nee, Johannisbeeren sind Blackberries. Eigentlich ja. Raspberry, egal, da steht's ja. Da. Wir hätten gleich hingucken können eigentlich. Ja. Ja, gut, nächstes Mal. Ja, aber es ist... Er ist gut. Das ist bisher der Beste. Ja. Aber den finde ich auch vom Design her einfach... Der ist schon geil. Wobei aber auch diese grünen Dinger da ziemlich geil sind. Ja. Also. Das ist ja zurzeit wieder mehr Retro gehalten. Wenn wir werden ja auch mal das deutsche. Ja, die sehen nochmal ein bisschen anders aus. Die sehen mehr aus wie das frühere Logo. Ja, ja. Sehr schön. Dann haben wir jetzt zum Schluss. Bleibt noch einer übrig und zwar Wipeout. Mountain Dew Wipeout. Das ist dann Smooth Citrus und wie immer mit Other Natural Flavors. Das Ganze in blau gehalten und so Splash. In die Mitte geklatscht. Ja, oder man könnte Stripes. Auch sagen, ja, mehr Stripes, die am Ende abgerundet wurden. Es erinnert mich so ein bisschen an die, ach Gott, wie heißt diese Zahnpasta? Signal? Nein, diese Colgate mit diesen White Crystals. Ah ja. So sieht es aus, also okay. vom Design jetzt her. Ich weiß das nicht, ich benutze keine Zahnpasta. Ach, du auch nicht. Ja, nee. Aber wenn du lange hinguckst und das Ganze drehst, da wird dir irgendwann dann schlecht. Wird dir irgendwann schwindelig und schlecht. Beste Voraussetzung, um es zu trinken. Ja. So. Das riecht genau gleich. Die rauchen aber alle recht ähnlich. Oh, der ist auch so weißlich. Der weißlich? Der geht in die Richtung Koks. Unten. Riecht ein bisschen sanfter. Oder ein bisschen sanfter im Abgang, aber es riecht mehr durch und nicht nur so süß. Ja. Aber generell, alle recht gleich. Einer wieder andere. Das ist Qualität. Man merkt, dass... Genau. Ist eine Rülpsbrühe. Danke. Ganz ehrlich. Doch, der ist schon anders. Er ist schon anders. Ganz sicher. Der schmeckt nach Tic-Tac. Nach den Orangenen. Ja, tatsächlich. Aber der hat auch sowas Frisches. Der da ist mehr Limette. Und ganz, der da ist mehr Zitrone. Zitrone. Und der hat, ganz ehrlich, ich glaube, der ist auch Zitronenmelisse. Weil der hat sowas Minziges. Welcher war es? Welcher mehr Frisch? Ja, ja. Ja, geil, der schmeckt nach aufgelösten Tic Tacs. Geil. Geil. Gib nochmal diese roten Tic Tacs, also die Orangen. Ja, die Orangenen. Ich weiß jetzt nicht, was bei denen dran steht als Geschmacksstoff. Oder? Orange. Steht Orange dran? Ja. Okay. Ja, nicht ganz, aber geht in die Richtung, ja. Doch, ich finde, es schmeckt genauso. Ja. Trifft es ziemlich gut. Hast du dir damals auch, wenn du die hattest, immer die ganze Packung gleich in die Fresse gelegt? Also die ganze nicht, aber schon ordentliche Lappvoll, eine ordentliche Handvoll direkt rein. Aber du hast dir echt mal so eine ganze Packung reingezogen? Ja, wieso nicht? Kranker Irrer. Mache ich nachher mal. Ja, aber jetzt da kann man vor allem noch wunderbar reden, weil das passt alles in eine Backentasche. Die Dosen sind doch egal. Ja, also... muss echt sagen, das ist mein neuer Liebling. Bei mir ist es der. Der ist auch gut, definitiv, aber ich finde den... Also ich finde die alle geil, bis auf natürlich den da, weil der nicht süß genug ist. Und für mich als absoluten Süßfanatiker kann bei dem Zeug hier nur abspritzen. Das ist der Oberhammer. So, pff, geil. Ja, aber ich finde dennoch, da könnte noch mehr. Natürlich könnte noch mehr, aber ich glaube, dann kannst du es aber trotzdem... Selbst ich als Süßfanatiker könnte es doch nicht mehr trinken. Echt?
Nee. Natürlich könnte man da noch was reinklatschen. Hallo? Es geht immer mehr, immer mehr. Ja. Nee, also ich würde sagen, also das, die zwei, da fand ich vor allem schade, dass es die nicht in Deutschland gibt bisher. Ja. Das Leute, Mountain Dew. Wobei, und Germany, wir wollen den Scheuerstreck auch haben. Man muss ja dazu sagen, wir haben ja jetzt nicht mal alle Sorten. Das ist ja jetzt nur eine kleine Auswahl. Eine kleine Auswahl von den 30 verschiedensten Sorten, die haben. Ja, wobei, die bringen auch immer mal wieder so Limited, die irgendwie ja, also nur Special so ein Tag auf so Special 2012, die Welt geht unter Version. Oh, ja. Aber die sind auf jeden Fall alle zu empfehlen. Großartig. Ja, wir haben ja schon gesagt, wo es die unter Umständen gibt. Also könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ganz besonders die hier. Auf jeden Fall mal probieren. Die beiden auf jeden Großartig. Fall. Großartig. Und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn wir die deutschen Mountain Dews verkotzen. Genau. Wenn wir die neuen deutschen Folgen aufnehmen und verkotzen. In diesem Sinne, mit diesem niveauvollen Abgang, adios.